Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir sind derzeit dabei, unsere Sachen ein bisschen aufzurüsten. Und ja, ich weiß, es ist nicht gerade das Gelbe vom Ei, die ganze Zeit hier rumzuhängen und... Ah, scheiße, Eisenerz ist falsch, ne? Scheiße. Schmiedekunst zu trainieren, aber es muss gemacht werden. Ah, wie viel Gold wir haben, damit können wir richtig Schmuck herstellen. Zudem werden wir heute höchstwahrscheinlich schon nach Solstheim reisen und Stahlbahn wollen wir nicht. Und ein paar Fähigkeiten entfernen und dazu wird wahrscheinlich gehören, dass wir die Punkte aus Zerstörung rausholen. Wir könnten jetzt eigentlich auf Legendär hochpushen. Ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist. Taschendiebstahl behalten wir mal auf 100, das finde ich ganz witzig. Wobei, das setzen wir eigentlich gar nicht mehr ein, ne? Wobei, es ist halt doch witzig. Wir behalten das. Ich habe ja schon, ja, als ich ein bisschen geisteskrank wurde oder so, meine Schmiedekunst runtergesetzt. Ist zwar ein bisschen blöd, aber gut. Schwere Rüstung 173. Jo, geht klar. Schmiedekunst, da sind wir gerade dabei. Aber ich möchte ehrlich gesagt alles auf Legendär haben. Das heißt, früher oder später werden wir auch auf Magie zurückgreifen. Verzauberung behalten wir auf 100, das ist ganz wichtig. Ja, wir werden eigentlich nur Zerstörung runtersetzen, ne? Ja gut, nicht runtersetzen, wir werden nur einfach Fähigkeitspunkte abziehen. So. Aber da wir schon mal hier sind, erstellen wir mal ein bisschen Schmuck für uns. Schmuck. Das Wertvollste zuerst, oder? Ja, gehen wir erstmal auf Silber. Silberbarren. Da. Ja, das geht flott. Ups. Bin ich zurückgegangen. Oh, oh, oh. Oh, fast. Fast auf 70. Schmuck. Das werden wir ja wohl noch hinkriegen auf 70, oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall. Wie schnell das geht. Hup, 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 hup. Das gefällt mir, Freunde, das gefällt mir. Aber wir haben leider keine Schmuckstücke mehr. Ah, das können wir noch herstellen. Somit haben wir ein Level Up. Wir werden... Ja, auf was gehen wir jetzt am besten? Auf Magie, ne? Wir bleiben mal bei Magie, es kann nicht schaden. So, und somit... Oh, wir sind schon richtig... Schmiedekunst runterzusetzen ist eigentlich schon so eine elegante Sache, ne? Ich meine, guckt euch an, wie viel Erfahrung wir bekommen haben. Bam, und es steigt, und es steigt, und es steigt. Krass. Einfach krass. So, wir müssen es ja jetzt noch nicht sofort machen mit der Zerstörung. Wir gehen erstmal auf Schmiedekunst und kann Stahlrüstung und Waffen herstellen, die doppelt so effektiv machen. Ja, wir müssen jetzt kurz nach Solstheim reisen, das geht nicht anders. Wir haben ja eine Drachenseele, von daher können wir das Ganze zurücksetzen, das ist ja gar kein Problem, easy. Was ist das für ein Auftrag? Achso. Ab nach Solstheim. Das Ding ist, wir müssen nach Solstheim reisen, weil wir das schwarze Buch öffnen müssen. So, dies können wir aber nur in Solstheim. Ich weiß nicht warum, ob da vielleicht... Keine Ahnung, die magische Präsenz ein bisschen stärker ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dürfen wir dieses Buch, wo wir reingehen, nur hier verwenden. Ich weiß nur allerdings nicht mehr, welches Buch das war. Das müssen wir noch herausfinden. Daher entschuldigt mich, dass das so lange dauern wird, wahrscheinlich bis wir das Richtige gefunden haben. Aber vielleicht werden wir es gleich beim ersten Mal treffen. Vielleicht erinnere ich mich sogar an den Namen dieses Buches. Das wäre richtig gut, wenn ich mich an den Namen dieses Buches erinnern würde, das uns dahin führt. Bücher, Bleiche, Flammen, Legenden, verbrennende Scharfsinn, Wachträume war das, ne? Ich glaube schon. Oh, cool. Nordmaid ist seetüchtig und bereit zum Ablegen. Die Nordmaid ist seetüchtig und ab... Ja, das ist schön für euch, dass die seetüchtig ist. Ich glaube, das war das richtige Buch. Nein, ich bin mir sicher, das war das richtige Buch. Ja. Yeah.
So, Zeit, Spielekunst zurückzusetzen. Ja, ich weiß. Buggy. Leck. Kennen wir alle schon. 10 Jahre später, da haben wir es doch. Spiel wird gespeichert. So, was wollten wir? Schwörung? Zerstörung. Zerstörung, ne? Hallo? Ah. Somit kriegen wir die Talentpunkte für Zerstörung zurück. Kostet halt eine Drachenseele. Und wir haben 0 Drachenseelen jetzt. Na gut. Ja, wir kriegen ja sowieso noch genug. Wir kriegen noch genug, Freunde. Macht euch da mal keine Sorgen. Zurück nach Solzheim, bitte. Dankeschön. Und somit haben wir 8 Skillpunkte, die wir wieder verteilen können. Wir werden diese in Spielekunst investieren, damit wir weiterhin Spielekunst trainieren können. Wir müssen theoretisch eigentlich nur bis 60 kommen, denn dann können wir tatsächlich mit Amuletten und Ringen das hochpushen. Ich habe ja gesehen, dass wir ein Amulett haben, das uns schon mal 20 Spielekunst gibt. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können das theoretisch auf 100 hochpushen. Ich bin nur ein Mart. Das Ding ist nur, ich weiß nicht, ob das Ganze zählt. Hey. Ah, schon wieder dieses Rumgelege, ne? Jedes Mal, wenn man von diesem Buch wegkommt. So. Die Frage ist allerdings, wenn wir das auf 100 hochpushen, können wir dann... Du kannst magische Waffen und Rüstung verbessern. Das ist auch schon nicht schlecht, ne? Ah, ich glaube, das brauchen wir gar nicht hier. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir können Schmiedekunst jederzeit die Punkte wieder wegnehmen. Deswegen ist mir das jetzt auch gar nicht so schade, dass wir hier rauf gehen. Passt. Weißt du was, da können wir gleich diese Seite mitnehmen. Falls wir zwergische Sachen haben, nehmen wir das gleich mit. Das Einzige, was wir machen müssen, ist halt einen Drachen erlegen, wieder nach Solzheim gehen und das Ganze wieder auflösen. Insofern wir diese Punkte brauchen werden. Deswegen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen und wir reisen zurück. Ja, danke, ja, gut. So, dann mal gucken, ob wir da irgendwas noch rausreißen können. Schade, dass wir eigentlich kein Gold mehr haben. Wir könnten tatsächlich Goldfarm gehen. Das ist ja gar kein Problem. Wir haben ja genug Goldminen, wenn ich mich erinnern würde, welches es ist. Ich weiß, dass wir eine Eisenmine haben. Aus Eisen können wir, glaube ich, Silber machen, oder? War das nicht so? Aber wisst ihr, was wir machen können? Wir könnten wieder beim Schrein von Merune vorbeischauen, oder? Ich glaube, das ist sogar eine gute Idee. Nein, ich weiß, dass das eine gute Idee ist. Ich sage jedes Mal, ich glaube, aber ich meine damit immer, ich weiß. So, Merunes Schrein, wo bist du? Da. Da werden wir ein bisschen Gold finden. Das ist recht angenehm. Und wir hatten irgendwo noch eine Stelle gefunden, wo wir extremst viel zwergische Metalle hatten, ne? Oh, ich hätte mir das Ganze aufschreiben sollen. All meine ganzen Farmpunkte hätte ich mir aufschreiben sollen. Wir haben einige Minen, die könnten wir plündern, wenn wir wollten. Wir haben nur keine Spitzhacke dabei, aber da finden wir bestimmt eine Spitzhacke. Wir könnten allerdings auch einige Stellen durchnehmen. Hey, ich habe keine Waffe in der Hand. Lass mich in Ruhe. Drachenschwert und Ariels Schild. Komm, schlag zu. Ihr solltet doch treffen. Los, trefft mich. Los, ja, komm, lass, los, tu's. Tu's. Haha, hast du gedacht, ne? Au, okay. Die waren auch schon mal schwächer. Oh Gott. Oh nein, ich werde von beiden Seiten angegriffen, ne? Prügelt euch gegeneinander. Los, ja, tötet ihn. Ja, tötet ihn, ja. Okay, das ist böse. Das ist böse. Es war natürlich alles nur, um meine Wunden zu schließen, damit wir das auch hochpushen können. Alter, was seid ihr denn so aggressiv geworden in letzter Zeit? Habe ich euch irgendwas getan? Ich weiß nicht, ne?
Also mittlerweile habe ich das Gefühl, ich spiele auf legendär, ey. Junge, Junge, seid ihr stark geworden. Ach du Scheiße, ja, die sind richtig stark geworden. Junge, Junge, Junge. Das müssen wir anders klären. Mit unfairen Mitteln. Und zwar mit dem legendären Drachenbogen. Ich habe keine Pfeile ausgerüstet, ich bin so ein Held. Okay, komm, machen wir das hier. Ach, ich habe kein Mana, ich bin ein Held. Man merke, Zero ist nicht der Schlauste. Aber wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Ah, ich habe keine Ausdauer. Dann kann ich auch nicht blocken. Ach du Scheiße. Okay. Man merke, die Gegner werden stärker und wir nicht. Aber das macht auch nichts. Umso besser, dann wird das Ganze auch spannender. Laufen wir hier nicht komplett OP durch die Gegend. Haha. Verrecke, mein Freund. Das nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit, sammeln wir ja so gerne und das. Kann das sein, dass ihre Waffen stärker werden? Nicht, dass sie stärker werden, sondern einfach nur die Waffen? Nö. Steckt das Ziel für 25... Obwohl, die hatten normalerweise billige Schwerter, ne? Normalerweise hatten die billige Schwerter, ich erinnere mich. Der eine hatte einen Streitkolben dabei und der andere ein Schwert. Das heißt, die verbessern sich auch. Tragisch, aber wahr. Oh, ich freue mich, dass da oben eine 70 steht. Das ist mein persönlicher Rekord. Ich glaube, ich bin bisher immer nur ungefähr bei 50 rumgedümpelt. Und jetzt haben wir 70. 70 krasse Punkte. Theoretisch kann ich schleichen, ne? Ups. So, aber jetzt Schild. Jawohl. Niemanden kommt. Ich hätte vielleicht den hier angreifen sollen. Okay, der ist schwächer als die da draußen. Ja, sehr viel schwächer. Gut, nehmen wir den Dremora hier noch mit. Der hat ja gar nichts, Alter. Ah ja. Oh, das sieht richtig gut aus. Wirksamkeit von gebrauten Tränken. Ja komm, das können wir verkaufen. Wieso auch nicht? Das nehmen wir wieder mit. Goldband! Glühschaub, ja, toll. Ah, das können wir gebrauchen. War das Veränderung? Ich vergesse es jedes Mal. Warte. Illusion, Unsichtbarkeit, Lautlosigkeit, Hellsehen. Veränderung? Ja, doch, Magierlicht. Oder nein, nein, ein Kerzenschein, ne? Ah, eben jetzt Bahn. Hat sich gelohnt. So, was haben wir hier? Frostsalze. Haben wir die Frostsalze benötigt? Feuersalze. Achso, deswegen hatten wir so viele Frostsalze. Ah. Das nehmen wir natürlich mit. Wir sind eigentlich nur wegen den Erzbahn hier, aber wir nehmen trotzdem alles mit, was hier ist. Kann man alles gut verkaufen. Erzbahn. Ja. Ich bin auch so schlau. Ressourcen. Das ist die richtige Verwendung für diese Wörter. Goldbahn. Zauberbuch, Feuerblitz kennen wir. Glühstaub, Ektoplasma, das ist nicht das, was wir brauchen, ne? Schatulle ist wie immer leer. Hat sich noch nicht gefüllt. Nach den 50.000 Malen, die wir hier waren. Finde ich schade. Sollte sich eigentlich von alleine füllen.
Aber nein, niemand macht sich die Mühe, da irgendwas reinzustecken. Oh, so traurig. Hä? Wem gehörte der? Wahrscheinlich den Zauberer da hinten, ne? Gut, damit sind wir hier durch. Und jetzt versuchen wir mal, unseren Vorkommen von den zwergischen Metallbarren zu finden. Wo war der nochmal? Ich meine, der muss ja richtig gut gekennzeichnet sein, ne? War der nicht in der Nähe eines orkischen Lagers? War er das nicht? Ich erinnere mich, dass es das so war. Lass mich mal gucken. Ich glaube, der war hier irgendwo. Habe ich schon 50.000 Mal so gesagt, dass ich glaube, das hier... Ah. Felsenmohang? Nee, war es das? Ah, M'Zulf? Das muss hier gewesen sein. Stimmt. Stimmt. Das war ein bisschen außerhalb. Da war so ein kleines Gebäude. Da sollten wir da questmäßig lang gehen. Ich glaube, das war hier bei M'Zulft. Oder wie das auch immer heißt. Ich weiß es nicht. Diese ganzen zwergischen Namen. Die sind so grausam. Ich glaube, ich heule gleich, wenn ich die nochmal aussprechen muss. Wir sagen jetzt einfach jedes Mal, wenn wir eine Zwergenstadt betreten wollen, Zwergenstadt. Oder Zwergenzimmer. Zwergenkonstrukt. Zwergische Dingsterbumster. Irgendwie so ähnlich. Ich glaube, das war der hier, ne? Zwergenlagerraum. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Freunde. Das kann sein. Ich hoffe es zumindest. Dann hätten wir schon mal die zwergischen Metallbahn. Daraus können wir auch ein bisschen was herstellen. Und ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir tatsächlich irgendwo in eine Mine gehen und Minecraften. leer. Hier ist nicht so wirklich das, was ich gewollt habe. Ah, da. Ja gut, ist jetzt nicht so der Hit, ne? Es gibt irgendwo gibt es auf jeden Fall noch eine bessere Stelle als diese hier. Ah, oder doch nicht, das war sie. Das war sie. Guckt es euch an, Freunde, guckt es euch an. Die reinste Goldgrube hier. Die reinste Goldgrube. Muss man einfach nur ab und zu mal vorbeischauen und alles einsacken, wie zum Beispiel diese beiden. Und what? Schon? Das kann doch nicht sein. Wir tragen schon die ätherische Krone. What? Was haben wir denn dabei, dass es so schwer ist? Die ganzen Dinger hier? Keine Ahnung, ich glaube eher nicht. Wo wollten wir hin? Kräfte. Schwarzmarkt. Hast du wieder Geld? Lasst uns handeln. Er hat wieder Geld. Dann darfst du haben. Ja, meinetwegen. Nein. Das Zeug wiegt ja nichts, ne? Das sparen wir uns mal auf. Wir gehen auf Waffen. Waffen sind die schwersten Sachen, die wir haben. Wie zum Beispiel diese hier, die nichts wert ist. Und diese hier, die nichts wert ist. Oh Gott, das Ding wiegt viel. Das kriegst du auch noch. Ah, den kriegst du auch noch. Den behalten wir erstmal. Und ja, weiß nicht. Haben wir noch irgendwas Billiges? Elstiefel zum Beispiel? Ja, weißt du was, komm. Den Rest kannst du behalten. Ist Trinkgeld. Viel Spaß damit. Ich will es gerne mitnehmen. Ah, ich kann es mitnehmen. Wir haben ja ganz viel verkauft. Stimmt. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Hause und machen daraus ein paar Barren. Und dann werden wir wahrscheinlich morgen in eine kleine Mine gehen. So leid es mir auch tut. Aber ich werde mir ein paar Themen bereithalten für euch, damit wir da ein bisschen was zu quatschen haben. Das ist doch ein Deal, Freunde, oder? Ich quatsch euch die Hucke voll und ihr hört mir zu. Das machen wir eigentlich schon seit knapp 500 Folgen. Wir ändern eigentlich nichts dabei, außer dass wir ein bisschen Gold farmen. So, einmal nach Hause bitte. Wo ist das Taxi? Da. Und dann hätten wir es auch schon wieder fast geschafft. Ich meine, in dem Tempo, stellt euch vor, nächste Woche machen wir einfach genau dasselbe. Wir gehen dahin zu Merunes Dagons Schuppen und zu der Dwemer Zwergenstadt Ruine
und sammeln da auch noch das ganze Zeug auf. Und zack, haben wir Rüstungsspiel auf 100. Und zack, werde ich wieder größenwahnsinnig und setze das auf 15. So wird das laufen, Freunde. Aber ich meine, im Grunde genommen ist das gar nicht mal so eine schlechte Idee, Schmiedekunst runterzusetzen. Ich meine, habt ihr euch das reingezogen? Habt ihr das gesehen, wie schnell das nach oben gestiegen ist? Das war ja richtig pornös. Alter, wir haben in kürzester Zeit so extrem viel Erfahrung bekommen. Wir haben fast ein halbes Level dadurch bekommen, dass wir all unser Gold eingeschmolzen haben. Das ist mal krass. Also ich würde sagen, das ist schon ein guter Erfolg gewesen. So, ich möchte herstellen. Ja, so. Jetzt brauchen wir nur noch die zwergische Schmiedekunst. Haben wir die schon drauf? Haben wir. Cool. Wir könnten zum Beispiel ein paar Bögen herstellen. Und da endet es auch schon. Aber wir können Bögen herstellen. Komm. Ziehen wir durch. Alter. Guckt euch diesen Erfahrungsboost an. Das ist doch mal richtig krass. Holy shit. Wie viel Erfahrung wir in dieser einzigen Folge heute bekommen haben. Guckt euch das an. Fast 71. Ja gut, ich weiß, ich habe ein bisschen übertrieben. Halb 71. Ja, nicht mal halb 71, aber in der Nähe davon. Und ich würde sagen, mit diesen erfolgreichen Erkenntnissen sehen wir uns einfach morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.